Freunde, ist es euch auch so kalt wie mir? Ja, aber jeder von uns hat noch dann irgendeine warme Stube, in die er sich dann zurückziehen kann, richtig, nach Ende, ja. So ist es, ja. Anders in der Ostukraine, wo die Stube schon längst kalt ist und wird vielleicht noch bombardiert diese Nacht. Ja, aber Freunde, Stefan, ja, ich möchte jetzt hier ein anderes Thema vortragen. Das hat mich absolut schockiert und ich habe den letzten Glauben verloren. Denn ich habe in der Zeitung jetzt vor einer Woche ein Foto gesehen. Das waren total vermummte Gestalten, kleine Gestalten, je zwei an den Händen gefesselt, zueinander gefesselt. Zuerst die ganz kleinen, dann die größeren, dann noch größere. Das waren die Sklavinnen in der Stadt Raqqa, wo die ISIS herrscht. Es waren anscheinend kleine Mädchen, zuerst die 10-Jährigen, dann die 12-Jährigen, dann 15-jährige Mädchen, alle angeboten als Sklavinnen. Der Preis wird bestimmt natürlich, je nach, wird ausgerufen, also ab $30 kann man also ein Mädchen kaufen in Raqqa. So. Links und rechts waren die Sklavenhalter, Sklavenhändler. Und Stefan, darf ich dir? Stefan, ich werde jetzt den Bogen des Friedens verlassen. Und ich sage euch eines: Wäre ich in dieser Szene irgendwo und wäre ich bewaffnet, womöglich mit einer Maschinenpistole oder mit Flammenwerfer. Ich würde diese Sklavenhalter links und rechts von den kleinen Mädchen einfach erschlagen, erschossen und so weiter. Also, man muss es mir verzeihen, das ist natürlich kein Friedensaufruf. Aber so etwas geht nicht weiter. Man darf nicht in diesem Jahr 1000 kleine Mädchen als Sklavinnen verkaufen. Also, da hört irgendwie alles auf und jeder von uns hätte das Recht, dann die Sklavenhalter, wie gesagt, zu lickeln. Ja, okay, wer will mal nach mir?